Hallo, willkommen beim Detroit Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Dies sind die Spracheinstellungen Ihrer Konsole. Sind sie korrekt? Ob die korrekt sind, quatschen wir gleich mal drüber. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Und willkommen beim neuen Let's Play von mir zu Detroit Become Human. Ihr Lieben, ich freue mich da sehr drauf und ja, ich habe auch noch so ein paar Sachen eingebaut, die für euch noch ganz spannend werden, denke ich, weiß ich nicht, also für mich auf jeden Fall, für euch auch, denn ja, quatschen wir nachher drüber. Erstmal begrüße ich alle zusammen, schön, dass ihr da seid. Hallo Frank, hallo Kerstin, hallo Jesse, hallo Tron und hallo Schumchen, schön, dass ihr da seid. Ja, Kerstin hat, glaube ich, gerade noch mal eben so die letzten Zitate von gestern rausgehauen. Und Jesse war leicht verwirrt. Unter anderem, meine Eier leuchten lila und der Hund ist der Staubsauger der Küche. Ja, ich erkläre das jetzt nicht weiter, Jesse. Gänsehaut, ja, ist ein schönes Spiel und ich denke, es wird auch interessant sein für alle. Und ja, Audiosprache bleibt natürlich auf Deutsch. Ihr kennt, also das werdet ihr nicht erleben, dass ich lieber auf Englisch spiele. Da muss schon echt Scheiße passiert sein in der Übersetzung. Textsprache. Textsprache ist auf jeden Fall Deutsch. Aber Untertitel würde ich gerne ausmachen, weil... Ich wüsste keinen Grund, warum wir einen Untertitel brauchen. Also es ist komplett deutsch vertont. Es ist, also ich habe keine Ahnung, wofür man es bräuchte. Oder gibt es irgendeinen Grund, weswegen man sagen müsste, wir brauchen einen Untertitel? Die Zitate waren noch nicht in der Zitateliste auf dem Discord. Da war gestern irgendwie zu wenig Zeit. Ach so, okay. Ich habe schon gedacht, das hätte irgendeinen anderen Hintergrund. Ja, und dann würde ich es einfach jetzt so lassen. So. Warnung, Änderungen übernehmen, ja. Passen Sie die Bildschirmeinstellungen an. Ja, Helligkeit. Wert anpassen, dass das Logo in der Mitte kaum sichtbar ist. Ja, ich sehe es eigentlich kaum und das lassen wir so. Danke. Wählen Sie nun Ihr Profil. Oh. Ich möchte Schwierigkeitsgrad erfahren. Ich möchte ein immersives Gameplay mit einer fortgeschrittenen Steuerung. Eine faire Herausforderung, in der Fehler zum Verlust eines Charakters führen können. Oder wir nehmen leicht. Ich möchte mich mit einer einfacheren Steuerung auf die Story konzentrieren. Eine leichtere Herausforderung mit weniger Chancen, einen Charakter zu verlieren. Ja, also, wenn, dann gehen wir in die Vollen, oder? Ich meine, das wird dann natürlich trauriger, aber... Nee, wir nehmen erfahren. Ja, wir übernehmen die Sachen. Wird dieses Symbol angezeigt, schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Ist okay. Sie sind jetzt bereit, Detroit zu starten. Sehr schön. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. Alter, die Grafik, das sieht jetzt schon so Hammer aus. Im Übrigen, ihr Lieben, ich spiele es auf der PS5, falls die Fragen mal kommen sollten. So, wir spielen jetzt Android RK800. Und da muss ich noch mal was zu sagen. Aber wir warten kurz ab. Bewege dich mit dem linken Stick. Ja, machen wir sofort. Überlege mal, wie alt das Spiel ist. Ich glaube, es von 2015, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ja, Grafik ist schon stark. Allerdings muss man halt dabei sagen, es ist halt viel Videoszene, ne? Also, und bei Videoszenen kann man halt auch geile Grafiken erstellen. Und weil es sieht halt auch einfach geil aus dann. Und ich hoffe, es kommt auf Twitch auch so rüber. Ich habe extra nicht die Full HD-Auflösung gewählt, weil es doch ein paar schnellere Szenen geben wird und dementsprechend sollte es dann auch keine Grütze bei euch ankommen.
bin echt gespannt auf das Game. Kenne das gar nicht und der Trailer war schon sehr spannend. Ja, es ist sehr spannend, vor allen Dingen in Bezug auf die ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten, die dieses Spiel nehmen kann. Also es macht auch tatsächlich für jeden, der daran Bock hat, Sinn, das Spiel für sich nochmal zu spielen, auch wenn man es schon gesehen hat. Und das ist nämlich der Fall bei mir. Ich habe es nämlich schon als Let's Play gesehen bei dem lieben Sly. Und das ist jetzt schon echt lange Zeit her, dass ich es geguckt habe. Ich glaube, da hat es gerade auch aktiv gespielt, als ich es gesehen habe. Das ist bestimmt schon dreiviertel Jahr, ja, stimmt schon her. Und ich habe mir das immer mal vorgenommen gehabt, das selber zu spielen. Und dementsprechend storytechnisch weiß ich, wo diese Sache hingehen kann. Aber es kann halt jedes Mal anders sein und vor allen Dingen entscheidet sich ja jeder auch ein bisschen anders. Und dahingehend wird es auch ein bisschen spannend, so nach den Kapiteln. Da quatschen wir dann gleich nochmal drüber. So, ich kann mich hiermit auf jeden Fall bewegen. Ich kann mich auch drehen, so sehen wir übrigens von vorne aus. Und wir spielen gerade den Androiden RK-800. Androiden kann man anscheinend immer daran sehen, dass sie so schöne Kleidung anhaben und da so ein leuchtendes Moped oben an der Schläfe haben. So. Halte R2 gedrückt, um deine Ziele zu sehen. So, dann haben wir immer so eine Zeitlupen oder ja, so eine Aufnahme in dem Moment, die dann auch zeitmäßig stehen bleibt und da kann ich dann quasi auch sehen, was ich mir angucken kann. Dann machen wir das doch mal. So. Philips John, geboren, bla. Philips Emma und Philips Caroline. Okay, zurücklegen. Gibt's das auch für die Xbox? Weiß das jemand? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe das Game tatsächlich gerade... ich spiele es gerade tatsächlich... Kommt da jetzt noch was oder nicht? Ich spiele es tatsächlich im PlayStation Premium Abo und weil ich habe ein bisschen Guthaben geschenkt gekriegt zu Weihnachten, habe gedacht, das nutzen wir direkt und das Spiel wäre teurer gewesen als dieses tolle Abo von PlayStation oder von Sony und ja, da werde ich in diesem Monat auf jeden Fall die Zeit nutzen und jede Menge Games mit zocken, so viel wie geht. So, wir schauen uns das mal an. Ein Zwergfadenfisch. Trichogaster, keine Ahnung. Das war zu schnell weg. Liegen lassen oder retten? Nee, ich bin ein Tierfreund. Wir retten den. So, hier können wir uns noch was angucken. Ah, sieh dich mit dem rechten Stick um. Okay, wir sehen jetzt das schöne Aquarium. Ich habe geguckt gehabt, man kann leider die Bewegungsunschärfe nicht ausstellen bei dem Spiel, was ich ein bisschen schade finde. Ich bin da nämlich ein riesen Fan von. Aber ja, leider nicht zu machen. Es gibt auch für den PC, also denke ich auch für Xbox. Vermutlich ja. Wow, auch endlich Detroit Become Human. Liebe das Spiel, hab das für den PC. QuickTimes inklusive. Hallo Tine, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, okay, PC geht auch. Eben. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine. Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Das können Sie doch nicht machen! Oh doch. Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Finde Captain Allen. Okay, das war auf jeden Fall die Frau von gerade auf dem Bild. Hat ja zwei gedrückt, um meine Ziele zu... Ah, okay, hier ist auf jeden Fall gerade volle Aufrüstung und Bewaffnung am Start. Das da hinten ist doch bestimmt Captain Allen. Zumindest gerade nichts anderes. Ja, hier geht die Party, oder? Sprich zuerst mit Captain Allen, okay. Ja, dann wird das wohl Captain Allen sein. Sprechen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Wir heißen Connor. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie.
So, wir haben jetzt immer eine gewisse Zeit, um Sachen zu fragen. Und das hat alles einen... Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Eine Auswirkung. Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Der ist ganz nett. Chance auf Erfolg. Auf und 48% runter. Ups. Verstehe, was passiert ist. Rette die Geisel um jeden Preis. Okay. Wir schauen mal, was geht hier so ab. Da können wir uns noch was angucken. Analysieren. So, und jetzt kann ich benutzen den rechten Stick, um den Cursor zu bewegen. Hinweise gibt es 2 Stück. Da ist was. Muss ich das jetzt gedrückt halten? Ah. MS-853 Blackhawk. Ja, okay. Da unten irgendwo was. Ah. Ja, okay. Das gedrückt halten muss ich mir noch ein bisschen antrainieren. Munition, 355er. Ja, okay. Rekonstruieren. So, und jetzt kann ich mit R2 und L2 kann ich das hier so durchscrollen. Ich kann das aber auch langsamer machen, wenn ich will. So, und hier kann ich jetzt... Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Okay. Chance auf Erfolg auf 51% erhöht. Okay. Da hinten ist noch was. Da ist auf jeden Fall noch was. Schauen wir mal. Soweit so hungrig, bekomme gleich Essen. Oh nee, ich hatte gerade schon Essen. Jede Sekunde... Ach du Scheiße, es geht die ganze Zeit runter. Ich suche das Zimmer der Geisel. Oh. Okay, ich glaube, ich muss mich beeilen. Wische zum Interagieren über das Touchpad. Okay. Okay, jetzt haben wir den Namen schon mal. Okay. Dann nicht viel Zeit verschwenden, direkt zum nächsten. Da ist noch was. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Kind hörte keine Schüsse. Also ich hoffe nicht, dass ich Connor direkt töte, das wäre echt scheiße. Da ist noch was. Naja, wenn man jetzt jemanden aufhalten soll, dann will man den ja auch nach besten Möglichkeiten verstehen, oder? Das heißt, ich brauche eigentlich so viele Hinweise wie möglich. Oh, der sieht ein bisschen durchlöchert aus. Ach, komm, festhalten. Lungenblutung, innere Blutung. Verstorben, Phillips John. Okay, das ist der Ehemann. Schätzter Todeszeitpunkt, was war das? 19.29 Uhr. Okay. Kann ich nichts mehr machen, oder? WTF. Oh. Da ist noch was. Schusswunde Kaliber 355. Okay, das wird aus der Waffe auch sein. Ich brauche noch eine. Ja.
Linke Niere perforiert. Tödliches Abdominaltrauma. Auch aus Kaliber 355. Okay, rekonstruieren. Okay, der war da. Vater hielt etwas in der Hand. Spült zurück, um nach einem neuen Hinweis zu suchen. Ach so, ganz vorne. Aber wo? Das jetzt ganz langsam zu dem Zeitpunkt haben? Oder Standbild quasi, damit ich das analysieren kann? Okay, verstehe ich das jetzt gerade nicht so ganz? Du kannst dich auch umsehen parallel. Ach, da! Konstruktion abgeschlossen. Okay. Also, springen wir nach ganz vorne. So, und jetzt wurde der... Da, Tablet hat er gehabt. Und wurde er umgeschossen und das Tablet ist nach da geflogen. Okay. Dann gucken wir uns jetzt mal das Tablet an, würde ich sagen. Entsperren. Ja. Ja. Ach, mit dem Touchpad. Abweichler sollte ersetzt werden. Ah! Okay, der Android sollte ersetzt werden. Durch einen wahrscheinlich besseren. So. Ey! Beruhigt euch! Ich hoffe, ihr habt alle eine Weste an. So, da ist noch was. Seit einer Stunde wird ein Mädchen auf einer Dachterrasse als Geisel festgehalten. Ah, jetzt haben wir auch mal ein bisschen mehr Kontext hier. Noch steht nicht fest, was genau passiert ist. Aber der Täter scheint der Android der Familie zu sein. Er hat vermutlich ein Familienmitglied und einen Polizisten getötet. Bestätigt es sich, wäre das der erste Fall eines Androiden, der absichtlich Menschen tötet. Alle spricht dafür. Okay, also der erste Android, der überhaupt sowas gemacht hat und der jetzt das Mädchen hier in Gewalt hat. In seiner Gewalt. Mit der Knarre, weil auch mit irgendwas hat er ja gerade geschossen. Ich weiß manchmal nicht, wann die Szene zu Ende ist. Komm ich von hier nicht dran, ne? Ich glaube, wir nehmen mal den Topf runter. Hallo? Familie wollte zu Abend essen. Ja. Okay, jetzt haben wir da noch den wahrscheinlich toten Polizisten liegen. Ich weiß noch nicht, ob das gerade so eine gute Idee ist, hier so lang zu laufen. DPD-Officer war erster vor Ort. Okay. Verstorben. Ja, das ist der Deckard Anthony, der wurde da wohl umgeschossen. Was haben wir hier? Schusswunde Kaliber 305, rechte Herzkammer, perforiert, innere Blutung. Also der hat auf jeden Fall, kann der ziemlich gut schießen wohl, der Android. Das hatten wir schon. Dieses gedrückt halten. Schussrückstände. Bleistifnat. Antimon.
Antimonsulfid. Nur ein Schuss. Okay, also Schmauchspuren. So, und dann haben wir hier noch was zum Analysieren. Geise sah die Schießerei. Das kleine Mädchen. Polizist verletzte den Abweichler. Oh, hat er ihn getroffen? Okay. Nee, er kam von hier. Und dann zum... Wahrscheinlich dann angequatscht. Er hat zuerst geschossen. Der Polizist hat als erster geschossen. Was stand da? Ja. Okay, und der hat zurückgeschossen. Also eher Richtung Notwehr. Ist halt ein Android, ne? Wahrscheinlich. Notwehr ist halt... so eine Sache. Darum geht's in diesem Spiel. Okay, wir haben dann alles. Dann haben wir auch die Knarre gefunden. Und da hinten liegt sie. Nein, nein, nein! Von aus ein bisschen schwerfällig. Amerikanische Androidenverordnung 2029. Android ist strengstens untersagt, Waffen jeglicher Art zu tragen oder zu benutzen. Ey, scheiße, kann ich die doch noch wieder aufnehmen? Okay, ich habe da jetzt gerade irgendwie nicht so ganz mit gerechnet. Kann ich die wieder nehmen? Ach, scheiße. Okay, also... Mist, eigentlich hätte ich die Pistole vielleicht doch lieber genommen. Kacke. Okay, haben wir noch was? Da. Ich hab's nicht richtig durchgelesen, so ein Kacke. Frisches blaues Blut, Modell PL600. Seriennummer Android. Ja, okay. Und das ist das Abweichlermodell, also der Android. Und da war doch noch was. Ja. Schuh von den kleinen Mädchen. Buntes Modell, Spur menschlichen Blutes. Geisel könnte verletzt sein. Okay. Was zur Hölle machst du? Sprichst du über... Ich weiß nicht, was ich da mache. Außen gehen? Nee. Ja, ich glaube, jetzt können wir nicht mehr anders machen. Hat der gerade auf uns geschossen? Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! So, jetzt wird's haarig. Hi, Daniel! Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ach cool, die Chance ist gerade auf 59% runtergesackt. Cool. Wir beruhigen den mal. Ich will dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Bitte. Bitte hilf mir. Ja, wir versuchen mal mit Emma und du. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Kann ich bei denen irgendwas machen? Was stand da? Möglicher Grund, realistisch. Du bist defekt, Daniel. Oh nein. Es gibt ein Problem mit deiner Software. Wir reparieren das und alles kommt wieder in Ordnung. An mir ist nichts kaputt. Ich funktioniere perfekt. Aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich werde mich nie wieder demütigen lassen.
Nie wieder! Komm mal runter. Versuch's mal mit einfühlsam. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Nein, wollte der ja auch nicht. Sie. Weißt du, doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. X. Ich glaube nicht, dass sie auf mich hören. Oh Mann, das, die Frage, die... Das habe ich jetzt falsch verstanden. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, hallo, es Boomer, wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Wir machen einen Kompromiss. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Da stand gerade 100%. Ich vertraue dir. Habe ich das gut gelöst oder habe ich das gut gelöst? Ich bin der... Alter, habe ich das gut gemacht. Ups. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Software-Instabilität stand da gerade. Ja, Mission war erfolgreich, aber irgendwie nicht so cool, dass der jetzt tot ist. Abgeschaltet. Wie auch immer. So, dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeit ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vollständigkeit, zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Das sind nur kleine Hardwarefehler. Hust, das lässt sich patchen. Genau. Habe ich das jetzt gut gelöst oder nicht, Leute? Also auf jeden Fall hat das Kind überlebt. Ist halt irgendwie ein bisschen doof. Es ist halt die Frage. Ja, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar, habe ich ja gesagt, wir werden das ein bisschen anders handhaben und ich werde euch da ein bisschen mit reinnehmen. So. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, während ich darüber quatsche, mal abzustimmen beziehungsweise zu sagen, ob ihr was anders gemacht hättet. Und das würde mich nämlich sehr interessieren. Hättet ihr irgendwo, also irgendwas Gravierendes, jetzt nicht unbedingt irgendeinen Hinweis nachgehen oder so, hättet ihr irgendwas anders gemacht? Also einfach mal jetzt 1, 2 oder 3 in den Chat reinschmeißen und dann gucken wir uns das gleich an, sobald ich hier einmal durch bin mit dem ganzen Gewusel, was ich hier habe. So. Also, wir haben da den Fisch gerettet, okay. Da haben wir alles soweit aus. So, da haben wir zu viel Zeit verloren. Also, da gibt es auch noch einen zweiten Weg, aber ich glaube, es gibt keine großartigen Möglichkeiten, da was anders zu machen. Außer halt, da ist noch irgendwas. Also, entweder fehlt mir da was. Nee, wahrscheinlich, weil ich einfach zu viel Zeit verloren habe, ne? Interaktivität, Hilfe. Ja, wo man nicht nur zugucken, auch mitmachen, genau. Also, ich meine, das ist jetzt in der ersten Mission vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen wenig, was man dazu sagen kann, aber ich glaube, es wird später doch ein bisschen spannender. So, also gerade bei euren Antworten.
Also ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr was anders gemacht hättet, was ihr anders gemacht hättet. Das würde mich natürlich auch auf jeden Fall brennend interessieren. So, freundliche Herangehensweise, sich weigern, den Helikopter wegzuschicken. Wobei, das wollte ich eigentlich anders gemacht haben. Ich weiß halt nicht, wie sich das ausgewirkt hätte. Abweichler anlügen. Hab mich gelogen. Nah genug herangehen. Trauen aufbauen. Scharfschützen. Erschossen. Abweichler. Also es gibt hier anscheinend... Oh, es gibt 5 mögliche Enden. Es gibt 5... den Heli weggeschickt. Ja, ist okay. Das hätte ich eigentlich lieber auch gewollt, aber das habe ich einfach in dem Moment falsch, oder es gibt sogar 6, habe ich in dem Moment falsch gesehen. Legende? Achso. Es schade, dass ich jetzt nicht weiß, was da ist. Ne? Gibt es eine Möglichkeit, das könnt ihr ruhig mal spoilern, gibt es eine Möglichkeit zu sagen, so, ey, alle überleben? Gibt es einen Weg, wo alle überleben? Vielleicht weiß das auch jemand, dann gerne mal was sagen. So, weltweite Statistiken. Okay, also meinen Weg haben die weltweiten, also in den weltweiten Statistiken haben 39% meinen Weg genommen. Das finde ich abgefahren. Statistiken von Freunden. Ich glaube nicht, dass es irgendeiner meiner Freunde gespielt hat. Ne. Ich denke mal, oder? Hat er vermutlich auch, achso, hat auch den falschen Knopf gedrückt. Ja, keine Ahnung. Willst du das nicht nochmal spielen? Ich glaube nicht, Jesse. Ich habe das Spiel ja auch nicht gekauft. Ich habe es nur auf Zeit. Also vielleicht spiele ich es dann nochmal irgendwann. Müssen welche von dir gespielt haben? Wieso? Achso, ja, stimmt. 50%. Ja, okay. Dann hat es doch jemand anders auch gespielt. Schade. Der Abweichler stirbt immer, beziehungsweise wird abgeschaltet. Ja, okay, dann habe ich ja, glaube ich, das bestmöglichste Ergebnis erzielt. Alles klar, super. Dann machen wir die mal wieder aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste Kapitel. 5. November 2038. CyberLife Inc., Modell AX400. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, gehen 200 wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999. Wir sind hier im Androiden-Shop. Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Ist schon ein bisschen strange, oder? Klempnern, Gärtnern, reparieren. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erzählt. Das ist wie beim Autohändler. Welche Farbe hättest du gerne? Größe? Geschlecht? Weil Geschlecht ja auch nur irgendwie das Aussehen ist. Das Teil ist hoffentlich so eine... Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ja, klar. Verstehe. Wie auch immer. Er ist jetzt so gut wie neu. Na, ich bin aus Versehen draufgefallen. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. Ja, so weit glaubt doch kein Mensch, oder? AX400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Das ist Kara. Thank you.
Ja, schon. Also grafisch ist das halt schon echt cool, aber es ist halt alles auch wirklich Videomaterial, ne? Okay, wenn das Detroit ist, spielt das mindestens 100 Jahre in der Zukunft. Ja, das würde aber auch gut hinkommen, denke ich, Boomer. Das Teil ist hoffentlich so eine leichte Dystopie, also mir würde eine Zukunft, die sich so verhält, nicht zwingend gefallen. Nee, das wird auch im Laufe des Spiels wird so ein bisschen Umdenken passieren, wer das noch nicht gesehen hat, denke ich. Oder auch nicht. Ich kenne nichts davon. Ja, dann wird's interessant. Also es ist halt, ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber es wird tatsächlich echt schwer, irgendwann Entscheidungen zu treffen. So, jemand Neues. Ach, immer X und durch. Das wäre natürlich auch mal spannend, ne, zu sehen, wo landet man, wenn man die ganze Zeit nur X drückt. Ich glaube sogar noch weiter. Ich laufe sehen, wie glaubt die Jahreszahl. Bendigin hat da was Feines gemacht. Ich freue mich jetzt nochmal zu sehen. Geht zum Malereibedarf. Bellini. Alles klar, wir sind nämlich jetzt jemand anderes. Den Namen kennen wir noch nicht. Mal ein bisschen umgucken hier. Wer ist er? Der läuft einfach hinterher. Okay. Kann ich hier mit irgendwem reden? Hey, Wasser. Wow, Alter, er ist einfach der laufende Rucksack. Unfassbar. Warte auf grünes Licht. Scheiße, ich wollte weiterlaufen. Oh, ich liebe den Darsteller. Ja, der ist doch auch nach einer realen Person konzipiert, oder? Oder, ja, das Gesicht das und alles ist doch von einer Realperson, oder? Wie war das nochmal? Drücke R2, um das GPS zu verwenden. Okay. Ja, machen wir gleich. Muss man erst gucken. Guck mal, es gibt eine Android Temporary Parking Area. Oh mein Gott. Ja, 100 Jahre war allein der Punkt, wenn man sich Detroit heutzutage anschaut, das alles abgerissen und neu aufbaut, dauert definitiv 100 Jahre. Der Darsteller spielt Jackson Avery in Grey's Anatomy. Ah. Nie geguckt. Da, da sind sie wohl irgendwie am... Meine Damen und Herren sollen uns dienen. Da soll ich nicht hin. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ich würde manchmal gerne ein bisschen rauszoomen. 80% Arbeitslosigkeit, Millionen ohne Job. Und tun wir irgendetwas? Ja, Millionen ohne Job. Was erwarten die Leute denn, wenn die Androiden bauen, die alles machen können? Frauen. Ja, ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Da hinten ist ein. Zum Glück haben wir ein GPS im Kopf. Was haben wir hier? Ach, das ist auch ein Android. Sieht toll aus. Findest du nicht? Oder? Wir wollen doch nichts überstürzen. Achso, nee, stopp. Okay. Hä? Das sind Anziehklamotten, glaube ich, hier, oder? Ja. Und der Android da drin ist einfach nur die Schaufensterpuppe. Boah, ey. Beste Leben, ey. Für immer in so ein Schaufenster drin stehen.
Graces Liebe, auch wenn die neuen Folgen nun ja sind. Androiden, die für uns arbeiten, wären nur dann sinnvoll, wenn jeder einen hätte, der für einen arbeitet. Und solche scheinbar semi-allgemeine Problemlösungsmaschinen wie diese sollten immo niemand besitzen. Ja, das ist halt, gesellschaftlich kann das Ganze halt auch nicht funktionieren. Weil unser System ist halt darauf ausgelegt zu arbeiten. Wenn die ganze Arbeit von Androiden übernommen wird, dann funktioniert das System halt einfach so nicht mehr. Da haben wir nochmal so eine Temporary Parking Area. Sehr cool. Was hat er da stehen? Because of Androids. Ah. Da oben kann ich nicht so wirklich lesen. I've lost my work oder so? Keine Ahnung, kann es nicht genau lesen. Naja, so ein Androide für den Haushalt wäre schon sehr cool. Ja. Aber ein Android, der den Haushalt so machen kann wie ein Mensch, der könnte halt also alles andere machen. Da müssen wir hin. Ich spreche jetzt hier nicht von so einem Saugroboter, ne? Wir haben ja gerade bei Kara gesehen, es gibt einen Shop, in dem man sich Androiden aussucht. Und auch je nach Ausstattung mehr oder weniger bezahlt. Kann man in der ersten Szene finden, die Information? Ja, die ich doch gesehen. Ja, außer jeder besitzt halt einen Androiden und bekommt dessen Einnahmen etc. Aber das wird wiederum niemals passieren. Nee. Und wie gesagt, allgemeine Problemlösungsmaschinen, wie es die scheinbar sind, würde ich nie in so ein enges Korsett stülpen wollen. Das ist dann wieder praktisch Sklaverei. Ja. Verbinden. Wir verbinden uns mal. Identifikation bestätigt. Ja, moin. Er ist auch ein Android. Zumindest klingt er so. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Easy. Zahlung bestätigt. Okay, das ist ja voll abgefahren. Verkauf abgeschlossen. Ja, nehmen wir mit. Dann gehen wir mal. Können wir hier noch irgendwas machen? Hätte ich ja vorhin mal zwischendurch so beim Mitgucken sollen. Nö. Okay, wir gehen. So, Color Sins 1909. Okay, ich glaube, wir können hier aber nichts tun. Ah, ich habe schon eine Vermutung, wohin es geht. Wahrscheinlich genau die ethische Frage, die ich gerade impliziert habe. Ja, natürlich wird es darum gehen. Natürlich. Die Frage ist aber, wie der Weg beschritten wird. Okay, wir müssen noch da. Ändere mit R1 den Kamerawinkel. Ist doch der gleiche Winkel. Da bin ich jetzt doof. Ist der gleiche Winkel, ob ich jetzt von vorne gucke oder von hinten. Können wir ihm direkt eine klatschen hier? Oh geil, ne? Stellt sich als Android einfach so dazwischen. Oder daneben, guckst die ganze Zeit so und kein Mensch tut was so, hä? Die wollen Arbeit. Arbeit wollen die. Wann wollen wir es? Jetzt! Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach, wirklich? Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Ich wiederhole, sie Mord, Totschlag und Drama. Sag unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen. Wir versuchen mal aufzustehen. Ja, war klar, dass die noch mal eben so nachtreten müssen. Wir versuchen es noch mal.
gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Das wäre Sachbeschädigung. Erteil dem eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Apropos Sachbeschädigung, ne? Wir sind ja noch nicht mal so weit, dass... Also es ist ja teilweise in gewissen Ländern immer noch so, dass auch Verletzungen gegen Tiere oder Tötung von Tieren tatsächlich als Sachbeschädigung gilt. Das ist halt unfassbar sowas. Da soll ich hin? In so eine Parking Area? Android Area. Alles klar, bleiben wir mal hier stehen. Auf Bus warten. Ja, wie bei uns halt auch. Ein Tier ist eine Sache, genau. Ja, ich war mir gerade nicht mehr so sicher, ob das noch immer so ist oder gerade in der Änderung ist. Furchtbar. Alter, die Androiden haben einen eigenen Platz im Bus. Hinten, im Kofferraum. Wollte ich meine Mutter auch schon ein paar Mal einsperren. Leider ja, soweit ich weiß. Da sind zwar noch Gesetze drumherum gestülpt, die dann zum Beispiel Wirbeltiere befassen und so weiter und bestimmte Handlungen erfordern, aber allgemein ist es eine Sache, ja. Hä, was hätte ich denn da machen können? Okay. Also irgendwas hätte ich wohl doch noch machen können. Ja, okay. Noch sehr viel. Du bist irgendwo falsch abgebogen. Wer im Park jemanden hält? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie erwartet, dass es eine ziemlich lineare Geschichte gerade ist. Aber gut, ich glaube, es gibt sowieso nur ein Ende. Also wir hätten noch ein paar Sachen machen können, ja, aber das ist halt nur das eine Ende. Also von daher, wir sparen uns jetzt auch die Umfrage. Okay, dann geht's weiter. Also wir haben auf jeden Fall hier 1, 2, 3, 4. 4 Sachen haben wir auf jeden Fall verpasst. Ja, okay. Wir sind wieder Kara. Ist das Haus da rechts gewesen? Alter. Was eine Bruchbude. Das ist ein lineares Level, das andere sind kleine Gimmicks, die Unzufriedenheit der Leute nochmal erklärt. Okay, das sieht nach Detroit der Gegenwart aus. Okay, wir folgen Todd. Todd. Rebuild North Corktown. A better place to live. Live. Mhm. Die Autos sind schon ein bisschen seltsam, oder? Ich meine... Kein Problem mit Elektroautos, ne? Aber das sind doch keine Autos mehr. Sieht aus wie kleine Shuttles. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Ja, verdammt. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice!
Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Das ist die kleine Alice. Baden, der ganze Mist. Der ganze Mist. Oh, bester Vater. Fange unten an, mach dann oben weiter. Ja, okay, wir scannen unsere Umgebung. Alles klar. Wir haben einiges zu tun. Erstmal hier Haus sauber machen für den Typen. Mit Todd. Ey, 2 Wochen war ich nicht da und dann sieht das so aus. Unfassbar. Über das Geschirr. Achso, ich kann wieder laufen. Ja. Benutzen? Vielleicht. Ah, es gibt doch so eine Spülmaschine. Spülmaschine funktioniert nicht. Fehlende Komponente. Bestellung wird verarbeitet. Ja, ja. Kann ich besorgen. Komponente bestellt. Ja, easy. Ja, ja. Das muss ich aber trotzdem mit Hand waschen. Das ist voll kacke, das mache ich nicht mal. Ja, gleich auch, also du weißt wo. Was? Gut. Was will es? Oh wow, ey, jetzt ernsthaft? Bewegungssteuerung vom Pad? Oh mein Gott. Fernseher. Liebe ich sowas, ne? Ich hasse sowas. Deswegen bin ich mit der Wii auch nie warm geworden. Weil dein Pad ist zum Kontrollieren da, aber nicht, um den durch die Gegend zu werfen. Viel Spaß bei den Quicktimes, Conny. Alter. Lass mich doch verarschen, oder? Zu einer Spülmaschine. Ich dachte, der hat gerade eine neue gekauft. Das wäre natürlich auch gut. Komm, hier ein bisschen wischen. Immer schön auf der einen Stelle. Davon wird sauber. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort! Bring Todd ein Bier. Oh Mann. Kann ich das aus Versehen fallen lassen? Auf seinen Kopf? Hallo, hier ist dein Bier. Ablegen. Als kleine Szene habe ich mir den PSV-Controller gegen die Nase geschlagen. Warum machst du sowas? Ich weiß ja, warum ich heute schon zu jedem Skript neuralen Netzwerk freundlich bin. Hast du Angst, dass da das Skynet raus wird? Das ist doch was gewesen, oder? Hä? Da. Taxi. Business Class. Ja, schön. Warum kann ich mir sowas angucken? Da ist was. Einschalten. Oh, klasse. Wir haben wenigstens noch einen kleinen Helfer, der mithelfen kann hier. Easy. Aber zum Glück müssen die Androiden auch nicht alles selber machen. Kleines Mädchen. Kleines Mädchen. Du hörst jetzt sofort damit auf. Er soll seine Arbeit machen. So. Ständig nervt sie. Nervendes Kind. Sammle Müll im Mülleimer. Hä? Okay. Da muss aber bei mir schon viel passieren, dass ich erst den Mülleimer in die Hand nehme. Ich glaube, ich bin im falschen Zimmer. Aber ich könnte hier wahrscheinlich auch Müll einsammeln. So, sammeln. Weil ich in so der Story drin war und dann kam was und ja, tat weh, dass ich den Zeitpunkt noch nicht gestreamt habe. Tat weh. Gut, dass ich zu den Zeiten noch nicht gestreamt habe. Angstgrübel, sagen wir so. Im Studium war das Thema, was würde eine allgemeine Problemlösungsmaschine machen, wenn wir sie freilassen. Zweites Semester dazu und es ging in wenigen Fällen gut für die Menschheit. Ah, okay. Warum hockst du da so? Kann ich nicht durch, warum nicht? Stell dich mal vor den Fernseher, Conny. Alter, was ist denn das für ein Mega-Fernseher? Er ist im Weg, verdammt nochmal! Halt die Schnauze. Tut mir leid, Todd. Kommt nicht wieder vor. Sag das doch nicht, komm wohl wieder vor, pass auf. Verdammt, ich darf da nicht wieder vorlaufen. Mann!
oder? Verboten. Todd schaut Fernsehen. Seine Scheiße. Mist. Die Programme laufen noch im Kopf. Hallo Salo Gross, ich grüße dich. Kann ich den Scheiß jetzt auch irgendwie wieder wegstellen? Ich will das hier jetzt nicht die ganze Zeit durch die Gegend tragen. Ab wann wird das zu einem Splatter-Game, an dem du die Menschen erwartest? ich glaube, so schlimm wird's nicht. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht, wie schlimm es werden kann. Oh wow, Boomer. Ja, Boomer denkt die ganze Zeit jetzt gerade an Skynet und will den will einen der Terminators das spielen. Nehmen wir mal mit. Alter, wann habe ich denn gerade so viel Müll gesammelt? Oh, was ist das? Ah, Kreditkarten. Geschichten, Invoice. Ja, ich glaube, da ist... 347. Zu wenig. Wow. Negative Balance. Ah, paar Rechnungen nicht bezahlt. Dem Haus würden 50% der Menschen definitiv nicht überlegen. Überlegen? Stopft sich ein Berliner in den Mund, um nicht zu spoilern. Warum kann ich mir das angucken? Android Band. Cool. Überleben. Okay, wollte schon sagen. Danke, Jesse. Geht also in die Richtung. Ihr müsst es abwarten. Das wäre deine Chance zum Abhauen gewesen. Ja. Eine Sache verstehst du noch anscheinend noch nicht, Schrumpchen. Wir sind ja ein Android mit einem Programm im Kopf und können anscheinend nicht das tun, was wir wollen. Weil wir durften gerade nicht mal mehr durch den Fernsehbereich laufen. Dürfen wir es jetzt wieder? Nein! Da, verboten. Todd schaut Fernsehen. So ein Dreck. Ich hab nichts gesagt, Boomer. Also es ist jetzt gerade nicht so, als hätten wir einen freien Willen. Oh, die Kleine spielt mit einem Füchslein. Was ist mit ihm los? Oder was macht der da? Ist er da am Rauchen oder ist das was anderes? Moment. Kann eigentlich jemand mal schauen, ab wie viel Jahren dieses Spiel freigegeben ist? Das habe ich nämlich überhaupt nicht nachgeguckt. Das ist doch keine normale Zigarette, was der da raucht. Crackpfeife, ja. Blau aber auch. Oh, ganz spannend. Was ist mit ihm hier? Ersten Stock abschließen? Nee, wir haben da noch was zu tun. Da hinten ist noch was. Und hier ist bestimmt auch noch irgendwo was gewesen. BG-18, USK-16, ja okay. Dann ist alles gut. Abgeschlossen. Tidim. Oder ich muss einfach nur richtig bedienen. Könnten also irgendwo Nippel zu sehen sein. Nein. Ich will jetzt nicht ins Haus. Ich glaube nicht in diesem Spiel, Boomer. Es kommt doch nicht von Gewalt. Doch. Bin mir ziemlich sicher, dass es davon kommt. Oder zum Beispiel von der Crackpfeife gerade. Die Amis war es schlimmer einstufen als wir. Es könnte tatsächlich mit der Crackpfeife auch zusammenhängen oder sowas. Und wart doch ab und spielt das Spiel. Mach ich doch. Beruhige dich. Das ist Boomer, nicht ich. Boomer ist so komisch ungeduldig.
Und Drogen. Hm. Hä? Problem Nummer 1 in Amerika? Wasche die Wäsche erneut. Warum erneut? Hä? Kann der nicht waschen oder was? Der Vogel hat es doch geschafft, hier wenigstens schon die Wäsche aufzuhängen. Dann soll man doch wohl glauben, dass er das halt irgendwie auch... Ne? Hey, hier liegen nicht an Gewalt und Drohung. Okay. Spiel, Hinterhof, Wetter, Schule, Spiel. Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Alles neutral. Hinterhof? Spielst du gerne draußen? Alles warm. Wasche die Wäsche erneut. Okay. Das war wohl auf jeden Fall nicht so schlecht. Ah, ich will da rein. Da rein. Da rein. Diese tiefen Unschärfe, ne? Die... Das ist leider nichts für mich. Mag ich wirklich ungern in Videospielen. Hallo? Ich soll die doch waschen. Da ist doch die Wäsche. Da. Ja. Rein damit. Rein damit. Also Peggy, für das Spiel ist nicht auf und Gewalt und Drogen, bevor ich falsch verstanden werde. Ich hätte das jetzt so verstanden. Erstmal ein bisschen Wäsche waschen. Ah, ja. Methamphetamin, Red Ice. Aceton, Lithium, Thirium, Toluol und Salzsäure. Beruhige dich. Fass mein Zeug nicht an. Das schreckt mich auf. Tut mir leid. Pack's halt nicht ins Waschmittel, du Horst. Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend. Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Inhaltsstoffe hörten sich übrigens gerade nicht so geil an. Geh weg, Todd, ja. Das Blue Splash. So, optionale Aufgaben haben wir erfüllt. Alter, bester Hausmann der Welt. So, dann schauen wir nochmal, ob hier noch was ist. Glaube nicht. Ja, wir haben dann aber... Lesen. All Sports. Ganz entdeckte Artikel im Bereich Extras einsehen. Okay. Boah, also das mit dem Touchpad, da bin ich echt noch kein Freund von. So. Die Punkte verbinden. Die Transportinnovation, die Kalifornien bewegt. Politiker im Fokus. Sind US-Senatoren wirklich so korrupt? Erdbeben China tötete 10.000 Menschen. Seite 1. Okay, das möchte ich jetzt nicht lesen. Das möchte ich auch nicht lesen. Gibt's nur 3 Seiten? Anscheinend. Nächstes. Okay. Stimmt, als ob er da, ja, ich wollte es eigentlich nicht angesprochen haben, aber sowas kann Jesse halt auch nicht einfach stehen lassen. So. Glaubst du, der Kerl hat eine Auffassungsgabe von mehr als 3 Seiten? Als ich gerade die Rating-Rubriken gesehen habe, muss ich aber feststellen, dass ich nicht so weit weg war. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Also das Spiel wurde schon viel auf Twitch gespielt. Ich glaube nicht, dass das problematisch wird. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
blödsten Fall nehme ich das VOD halt mal raus. Hier ist mein Kollege. Hallo. Kann ich mich mit dir verbinden? Kann ich dich dann steuern? Das wäre echt cool. Jetzt mal nach oben. Müssen wir uns den Kerl hier nicht mehr anhören. Wie viel zieht er sich denn da auch weg? So. Was haben wir hier Schönes? Wir werden hier alles ganz toll durchsuchen. Oh, wir haben schon wieder was zum Lesen. All Sports, ja, voll. Das interessiert mich nicht mal im echten Leben. Androiden Quarterback. CyberLife präsentiert Androiden Quarterback. Okay, das könnte tatsächlich interessant sein. der Preis des Lebens. Wie autonome Fahrzeuge über Leben und Tod entscheiden. Ja, ist auch heute schon ein Thema. Das lassen wir mal. Sammelobjekte, also Sammelconny. Was? Außerdem ist es nicht Hauptbestandteil. Daher kann man es ohne Bedenken streamen und im VOD zeigen. Ja. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass der eventuell gleich erstickt oder einen Herzinfarkt hat. Na. Warum hat der Wisebot jetzt gerade die ganzen Sachen da rausgehauen? Verstehe ich jetzt nicht. Aufräumen. Das wäre zu leicht, Schulchen. Okay. Was können wir noch Schönes machen hier? Da ist noch was. Oh, Pillen hat er auch noch. Antidepressivum. Enthält Dianeptin. Verhaltensstörung. Alter, manchmal sind die Sachen echt zu langsam. Ich kann doch kein Mensch so schnell lesen. Sammellobobjekte. Ah, danke schön, Kerstin. Dover Wisebot. Also die KI ist noch nicht so weit. Also Jesse ist nicht so Hass auf den Schrumpchen. Ich denke eher an eine Gesichtsumstrukturierung für den Androiden oder so. Einen Autounfall erinnere. Was? Aber wer lässt denn Chips so stehen? Das kann doch kein Mensch danach essen. Auf dem Sack, wie viel wir aufräumen müssen. Da ist noch was. Eins, zwei, drei. Ja, noch mehr schöne Insolvenzzahlung. Ausstehende Zahlung. Und hallo Kerstin, wie geht's dir? Kerstin ist schon ganz nah am da. Es war doch. Da war doch, als sie abgeholt wurde, irgendwie die Frage, ob sie so zugerichtet worden wäre. Achso, Autounfall, okay. Also er scheint einen gewissen Regel an Substanzen abzukommen, ich glaube auch. Im Pinken von Jesse Unke da gegangen. Was? Kann gar nicht sein. Lüften. Wir lüften mal. Was? Oh mein Gott. Also. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich aus Versehen den Pad hier gegens Mikro haue oder so. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier irgendwie den Pad bewegen muss. Und jetzt zum Sport. Als erstes Sport ist egal. Oh. Schön Anime gucken hier. Wow, uff, das, was Conny schreibt. Was? Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut Arbeits- ja, der war schuld, dann baut nicht so viele Androiden. Hallo Michael, ich grüße dich. Wie schaut's? Okay, ich glaube, wir haben alles. Das Spiel müsste doch auch was für dich sein. Gerade die ganze Thematik. Einfach jetzt hinterher und gib ihm einen Tritt, wenn er die Tür runtergeht, die Treppe runtergeht. Putze die Toilette. Ja, machen wir doch lieben gerne jetzt. Sagt Mann, ich habe schon eine Aufnahme hinter mir. Lasst mich.
Jesse hat unseren Spielstand kaputt gemacht. Von Trimageddon. Hallo! Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Darf ich reinkommen? Darfst du auch was sagen, Blendes Fräulein? Alice im Wunderland. Alice im Wunderland. Ein schönes Buch. Natürlich. Das Staubsaugen wäre hier auf jeden Fall mal angebracht. Wir werden beobachtet. Tötet sie den Alten, um das Kind zu retten? Lass es ein tragisches Happy End werden. Ich habe zwischendurch die Kids ins Bett gestopft. Also auch nicht alles mitbekommen. Was? Lüften. Okay, wir lüften. Lüften ist immer gut. Vorsicht, nicht zu weit den Pet nach oben schmeißen. So, jetzt können wir nochmal knien. Hallo. Wir sind immer freundlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Still, Mutter. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Muss ich die Sachen alle nachfragen? Glaube nicht. Was ist jetzt los? Der Weg freigeschaltet? Oh, okay. Was haben wir gekriegt? Schokolade! Und Schlüssel. Cool, cool. Für hier? Ja. Warum gehe ich da immer so komisch drüber? Okay. Öffnen. Fiebertiges Kleeblatt. Ein Bild von der ganzen Familie. Oh, der sah auch mal besser aus. Frischer. Okay. Okay, da haben die sich wohl gestritten. Das sind übrigens wir. Und dann sind wir kaputt gefahren. Ja, das war der Unfall. Alter. Wie gesagt, der hat gelogen, der Arsch. Das schon wieder geschrieben. Jetzt solltest du das Mikro montieren, das Pad anders halten. Wie gesagt, es könnte da eventuell Dinge passieren, bevor du die bei dir alles abräumst. Nee, also abräumen nicht. Das wird für euch vielleicht ein bisschen laut, aber ansonsten. Psst, Jesse, das ist dann nur halb so lustig. Wir haben keine Webcam-Boomer, daher gar nicht witzig. Ach, lauf doch nicht mal so komisch über das Buch darüber. Da ist noch was. Schauen. Wir schauen mal. Was gibt's denn da zu schauen? Sind Kinderbücher. Ja, wow. Glückwunsch. Oh no.
Überlege die ganze Zeit, woher ich ihr Gesicht kenne. Ich weiß nicht, ob die auch einer richtigen Schauspielerin nachempfunden wurde. Weißt du noch was? Ah, wischen. Wischen müssen wir noch. Alter, habt ihr den Heizkörper gesehen? Oh no. Ja, ich hab's verstanden. Boden gewischt. Alle sauber. Ich glaube, alle Darsteller sind reale Personen. Okay, woher könnte ich sie denn kennen? Ingrid. Keine Ahnung. Kann das jemand googeln? Also ist es einfacher. Zack, Spiegel. Das würde mich jetzt auch interessieren. So. Hier ist ja noch. Ne, hier waren wir ja drin. So, hier kommen wir nicht rein. Da war das Bad, da das Kinderzimmer. Okay. Dann sind wir hier fertig. Alles klar, gehen wir mal zu Todd. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Alter. Gott. Was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Tja. Wow, habe ich alles gefunden? Fertig geputzt. Hammer, weltweite Statistik. Okay. Kevin sieht eine Waffe. Kevin entdeckt einen Weg nach unten. Joa. Valerie Carey kennt man aus CSI New York, Breaking Down, Mike und Blair Witch. Schwierig zu sagen, woher ich die jetzt kennen könnte. Okay, das hat da auch nicht so wirklich viel Sinn, dass wir da irgendwie Umfragen zu machen. Das verschieben wir dann mal aufs nächste vielleicht. Das waren die Serien, wo sie jeweils einmal drin war. Daher kenne ich sie eher nicht. Aber House of Lies habe ich damals mal nebenbei laufen lassen. Da dürfte ich sie erkennen.